Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio mit mir, Nevis LP, hier auf meinem Kanal und meiner Fabrik, der aktuellen Factorio Factory, wie auch immer. Ja, wir sind dabei, ein paar Dinge gleichzeitig zu bauen. Gleichzeitig ist mal ganz schlecht, finde ich eigentlich, aber irgendwie läuft es doch immer darauf hinaus, dass man die Dinge stark parallelisiert. So. Gut. Dann mit dem Band hier rein. Da ran. Obwohl, warte mal. Nee, gar nicht. Mein Fehler. Das müsste so gehen. Hier noch eine Verbindung schaffen. Ne, das geht aber nicht so. Das führt zu einem Fehler mit dem anderen Kreislauf. Wir machen das so. Ne, nicht mal. Wir machen das hier so. Und hier oben verlegen wir dann halt einfach echte Rohre. So. Und damit wir hier noch durchkommen, kommt man doch noch, genau. Machen wir noch den Weg frei. Jetzt haben die beiden ihre Versorgung. Hier lassen wir sowohl die Kupferplatten als auch die Eisenplatten vorrücken, bis auf los. Dann kommen noch die beiden Dinger hier ran. Dann sagen wir mal noch, es werde Licht. Und schon geht's los mit der Batterienproduktion. Batterien werden uns auf lange Sicht ziemlich helfen. Die erweiterte Rohölaufbereitung kann nicht geforscht werden und ich weiß auch warum. Darauf habe ich nicht geachtet, weil wir keine blauen Forschungspakete haben. Dann machen wir das eben nicht, sondern stattdessen forschen wir die Akkumulatoren. Die werden jetzt auch sehr wichtig werden demnächst, weil unser Factorio ist jetzt mittlerweile so groß, dass sie ja ein Problem bekommen wird mit der Energieversorgung. Und das lässt sich erstmal nur mit Akkumulatoren lösen. Darüber hinaus bekommen wir ziemlich bald ein Problem mit der Kohleversorgung. Und so wie ich das sehe, ist das ein richtiges Problem. Nicht nur ein kurzes. Wir haben da drüben ein Kohlefeld. Ja, und das war's. Ich muss leider meine aktuellen Tätigkeiten darauf, was das Forschungspaket angeht, verändern. Das tut mir echt leid. Aber wir müssen etwas machen, was uns Schienen bringt. Schiene benötigen Stein. Okay, pass auf, dann... Unabhängig davon, ob wir es jetzt brauchen oder nicht, lasse ich hier trotzdem schon mal Stein abbauen. Kann ich die direkt in eine Kiste führen lassen. Ja, das wäre nämlich echt super. Habe ich noch einen Crawler parat? Nee, habe ich nicht. Wir benötigen dafür Stahl, Eisen, also Gleise. Benötigt definitiv bis zu 4 Bestandteilen her, genau. Eisenstab, das heißt, wir müssen vorher einen
einen Eisenstab herstellen. Ein Eisenstab, das ist das hier, wird aus einer Eisenplatte hergestellt. Ja, das ist klar. Gut. Das heißt, wir werden wohl hier mehr oder weniger Montagehallen für Schienen bauen. Auch wenn wir uns das jetzt eigentlich nicht leisten können. Aber wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um an die Kohle da oben ranzukommen. Außerdem war da oben gleichzeitig sehr viel Eisen. Was noch so ein Grund ist, da hinkommen zu müssen, zu wollen, was auch immer. Verbrennungsmotoren kann ich nicht herstellen selbst. Da muss ich auch in der Fabrik herstellen. Na gut, das ist eine andere Sache. Die kann ich ja... Da kann ich ja kurz eine Fabrik umstellen. Wir können ja mal kurz so machen. Dann lege ich halt das alles rein, wie viele Verbrennungsmotoren braucht es. 20. Das heißt, ich lege mal ganz viel davon rein und ganz viel davon und stelle selbst ein paar Zahnräder her. Okay, was waren jetzt fertig? Die Akkumulatoren waren fertig. Interessiert mich aber gerade nicht. Das hier ist noch wichtig, genau. Wir werden also auf Zugnetze gehen müssen und das früher als ich es wollte. Aber die Kohle ist halt definitiv aus. Und wenn hier die Kohle alle ist, dann ist das ein echtes Problem. So, wir brauchen auch ein paar davon. Und wir brauchen nochmal alles Mögliche. So. Rohre, habe ich die hier hingemacht? Ja. Wir lassen ihn die mal bauen. Ja, also Schotter, Stein, Eisenstab. Ja, das war blöd. So, der Eisenstab wird hier hergestellt. Alles andere sind gleich unverarbeitete Sachen. Genau, Stein- und Stahlträger sind unverarbeitete Materialien. Die Stahlträger, wie kriege ich die jetzt hier rüber? Na, geht ja nur in einer Lane, die ich hier raushole. War klar. Hier ein Tunnel. Ich gebe mal schon wieder einen Auftrag. So. Gut. Die Sache mit den Steinen. Nehme ich die Steine, die von hier kommen? Ja, ich nehme die Steine, die von hier kommen. Machen wir das doch mal so. Nummer 1. Wir bauen diese Lane hier um. Damit der Abstand nicht so groß ist. Nummer 2. Wir bauen hier einen Tunnel. Nach da. Nummer 3, wir müssen hier die Richtung ändern.
so, damit wir den hier rausholen können, ohne dass die Waren kollidieren. Damit ist jetzt schon festgelegt, auf welcher Seite Stein sein wird, nämlich auf dieser. Ich muss darauf achten, dass Stahl auf der anderen Seite sein wird. Ist erstmal nicht so dramatisch schwer. Auf diese Weise, weil ich hier lang gegangen bin, landen die auf der Seite. So. Wir nehmen mal wieder 100 hiervon mit. Man kann nie wissen. Oh, falsche Richtung. Ja, alles klar, mein Fehler. Jetzt sind natürlich die ersten auf der falschen Seite gelandet. Gut. Und hier müssen wir uns mal was ausdenken. Zweiter Sandcrawler ist ja schon bereit. Obwohl, geht so. Geht so. Ich glaube, ich muss da oben mal wieder Munition nachladen. Blöderweise, der hat schon ganz ordentlich hier was rausgeholt. So. Die Box positioniere ich mal hier hin. Das bedeutet auch, dass wir auf unserem Weg nach da oben echte Probleme bekommen werden. Das sage ich jetzt schon mal. Das heißt, es wäre eigentlich clever, jetzt schon die ganze Zeit Türme nebenbei zu produzieren. Und dann fällt euch schon auf, was mir am meisten fehlt, ist nämlich das Eisen. Ich glaube auch, dass das Eisen bald eh ausgeht. Wir verbrauchen so viel davon. Huch. Na. Boah, leichte Tastaturspasmatiken gerade. Habe ich mir gerade noch mein eisernes Fahrrad an Kohle gekrallt. Obwohl, das Feld sieht eigentlich noch ganz gesund aus. 81, 80. Okay, das ist auch noch in Ordnung. Und ich sehe gerade, das ist gar nicht Eisen, das ist ja Kupfer. Kupfer liegt hier hinten in größeren Mengen. Naja, wir werden sehen. Nach den Zugsignalen forsche ich noch das Tor. Das werde ich nämlich ab jetzt brauchen. Gut. Hier. Du kriegst schon mal das. Wie weit bist du hier mit deinen 20 Verbrennungsmotoren? Noch nicht so weit, leider. Ich benötige weitere Rohre. Falsche Taste. Ups. War vielleicht ein ganz klein wenig zu viel. So, jetzt nochmal. Ne. Hä? Willst du mich gerade verarschen? Ah, okay. Wenn man Shift drückt, dann werden alle auf einmal hergestellt. Ich weiß nicht, warum ich gerade die Idee hatte, Shift drücken zu müssen. Und ihm hier fehlt Kohle. So. Wir können ja mal hier ein bisschen Kohle reinlegen noch, damit er nachlegen kann jederzeit. Mach den ruhig mal voll hier. Hier sehe ich noch was, was mir nicht gefällt. So, Eisenstangen. Fang einfach schon mal an.
Das hier verändern wir jetzt einfach mal. Auf die nicht ganz so träge Variante. Aber an sich, glaube ich, ist es tatsächlich die rote Forschung, die hier ein Problem darstellt. Das ist schlecht. Hätte ich nie gedacht, dass die rote Forschung mein Engpass wird. Lässt sich lösen. Sollte aber eigentlich auch nicht jetzt mein Problem sein, aber je früher ich das löse, desto besser. So. Lösen ist auch ein bisschen übertrieben. Ich baue halt einfach noch eins davon. Ich baue sowieso mal vielleicht noch ein paar Montagehallen. So. Ich weiß, das ist nicht der schnellste Arm, aber besser als gar kein Arm gerade. Damit die Produktion hier drinnen weitergeht. Ich krieg's nicht weg. Ach, das ist doch blöd. Ich kann zwar jetzt noch Rotes herstellen, aber ich krieg's nicht weg, wie ich es gerne hätte. So, machen wir trotzdem. Blaue Knickarme. Manchmal dauert mir das auch echt zu lange, muss man einfach so sagen. So, wir haben weitere Montagehallen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Die hier benötigen auch im Großen und Ganzen das hier. Gut. Wir machen das mal so. Eisenstangen auf diese Seite. Zack. Ach ne, jetzt holt er die Motoren raus. Na, ist egal. Ich muss ja auch die Motoren einsammeln. Letztendlich ist ja damit nichts geschehen. Gut. Gut, gut, gut. Habe ich denn jetzt eigentlich? 23, gut, dann stellen wir mal gleich die her, bevor ich die aus irgendeinem Grund verliere. Das nehmen wir alles an und mich. Nehme ich alles an mich und stelle hier oben auf Eisenstangen. So. Praktischerweise brauchen die Eisenplatten, die gar nicht hierher geliefert werden. Den kriege ich aber hin irgendwie. Tunnel. So. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, deswegen ist das jetzt mit dem Sprechen ein bisschen komplizierter gerade. Das tut mir leid, aber wir haben mittlerweile Zeitdruck. Auch wenn da noch irgendwie was von 1000 stammt in jedem Kästchen und auch wenn hier im Zwischenspeicher durchaus noch was liegt, kann man sagen, wir haben Zeitdruck. Absolut. Deswegen zeigt mir, dass ich mich gegebenenfertig oder gegebenenfalls probiere zu konzentrieren. So. Ja, sehr gut. Ich
Ich weiß auch, dass wir das rote Forschungsdings nicht zu Ende gebracht haben. Aber mir ist gerade wichtiger, das hier überhaupt anlaufen zu lassen. Gut, hier benötigen wir einen intelligenten Knickarm. Hä? Nochmal. Gut. Als intelligenter Knickarm sammelst du bitte nur das hier raus. Dankeschön. Und so. Gut. So, wir stellen mal weitere intelligente Knickarme her. Gut. Die benötigen alle Strom. So. Das hier benötigt eine andere Kiste. Also ich muss das hier aus dem Weg räumen, das geht da nicht weiter. Zack. So. Wir nehmen mal alle Mauern an uns. Können wir gar nicht. Aber wir können das... Ja, Gott sei Dank. So handhaben. Dann kann nämlich die Kiste hier auch weg und dann kommen wir hier auch mit dem Weg weiter. Gut. Dann machen wir das so. Hier nochmal eine Kiste hin und in diese Kiste rein. Nein, mein Fehler. Ah, jetzt habe ich das Haus abgerissen. Was wurden da hergestellt? Mauern, ne? Da. In diese Kiste rein kommen natürlich nicht die Eisenstangen, sondern die fertigen Schienen. So, da wir hier nur gerade Schienen haben, kommen die dort auch nur rein. Genau. Jutti. Das müsste so gehen. Und darüber hinaus sollten wir vielleicht festlegen, dass nicht mehr als so viele Schienen insgesamt gebaut werden, sonst haben wir ein Problem. So, für den Part reicht's wieder, sage ich jetzt einfach mal ganz dreist. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wie wir mit den Schienen anfangen, schauen wir uns im nächsten Part an. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Nevis RP.